Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber es sollte eine richtige Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt umher, um eine zu finden. Aber überall stimmte etwas nicht. Prinzessinnen gab es genug. Aber ob es richtige Prinzessinnen waren, konnte er nicht recht feststellen. Immer war etwas an ihnen, das nicht richtig war. So kam er dann wieder heim und war sehr betrübt. Denn er wollte eine richtige Prinzessin haben. Eines Abends gab es ein fürchterliches Unwetter. Es blitzte und donnerte, der Regen strömte herab. Es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Draußen stand eine Prinzessin. Aber mein Gott, wie sah sie aus von dem Regen und dem schlimmen Wetter? Das Wasser lief ihr nur so von den Haaren und den Kleidern herunter. Und es lief in die Spitzen ihrer Schuhe hinein und an den Absätzen wieder heraus. Und dabei sagte sie, dass sie eine richtige Prinzessin sei. Das werden wir schon herausfinden, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in das Schlafgemach, nahm das ganze Bettzeug ab und legte eine Erbse auf den Boden des Bettes. Jetzt nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunenbetten oben auf die Matratzen. Dort sollte die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen fragte man, wie sie geschlafen habe. Oh, entsetzlich schlecht, sagte die Prinzessin. Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugetan. Gott weiß, was wohl im Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich völlig braun und blau am ganzen Körper bin. Es ist ganz entsetzlich. Nun konnten sie sehen, dass es eine richtige Prinzessin war. Weil sie durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdaunenbetten hindurch die Erbse gespürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein, außer einer wirklichen Prinzessin. Deshalb nahm sie der Prinz zur Frau.
denn jetzt wusste er, dass er eine richtige Prinzessin hatte. Und die Erbse kam in die Kunstkammer, wo sie noch heute zu sehen ist, falls sie niemand weggenommen hat. Das war eine richtige Geschichte.